Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um den Wandel, den infrastrukturellen Wandel in der Region Lausitz, der also klassischerweise ja so eine Kohleregion, Bergbauregion war, die jetzt natürlich durch den Kohleausstieg viele Veränderungen erfährt und natürlich auch hier viel Potenzial für die Energiewirtschaft trotzdem noch ist. Ich will mal ein bisschen darüber so reden. Die Lausitz, ganz klar, ist so der Bereich südliches Brandenburg an Sachsen grenzend. Die Lausitz zieht sich da so ein bisschen weiter. Und das ist ganz klassischerweise, wie gesagt, ein Braunkohlegebiet. In der DDR, in der damaligen DDR, war es tatsächlich so, dass in diesem ganzen Kontext sind etwa 80.000 Leute alleine in diesem ja, Bergbau- und Rohstoffbereich tätig waren. Wenn man es jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, so in Richtung 2016, von da habe ich Zahlen, waren es auch schon nur noch 8.000 Menschen, die in genau diesem Kontext des Bergbaus, Kohleindustrie und dann eben dementsprechend auch Kohlekraftwerke tätig waren. Also 90% von 80.000 auf 8.000 sind schon über die Jahre hinweg dort weggefallen. Natürlich auch deswegen, weil in Ostdeutschland mit der Wende jede Menge Industrialisierung einfach weggefallen ist, viele Jobs dort weggefallen sind. Und andere natürlich auch, weil die Stromnetze nach und nach verbunden worden sind und deswegen auch Kraftwerke aus anderen Regionen deutlich gefragter waren als die durchaus sehr effizienten, in Anführungsstrichen, Kohlekraftwerke, die wir in der DDR hatten. Und andererseits mal zum Beispiel auch eine schöne Zahl: der Braunkohleanteil in der Versorgung war in der DDR auch gerade so zum Ende hin bei über 90%. Über 90% Braunkohleanteil im Strommix. Wenn wir uns das anschauen, im Jahr 2019 war der bei unter 20%, was Braunkohle angeht. Und da erkennt man natürlich auch so ein Stück weit, dass der Bedarf dieser gesamten ja, Infrastruktur nicht mehr unbedingt da ist und natürlich auch über die nächsten Jahre noch komplett verschwinden wird. Einerseits durch den Kohleausstieg, weil wir also auch explizit in Deutschland gar keine Kohlekraftwerke mehr betreiben wollen, sondern natürlich auch wegen der international fortschreitenden Energiewende und deswegen auch Braunkohleexporte nicht wirklich relevant sein würden. Natürlich auch, weil es prinzipiell immer noch günstigere Lieferanten aus anderen Gegenden mit zum Beispiel schlechterem Gehaltsgefüge gibt. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Struktur, für die Mitarbeiter und so weiter in dieser Gegend? Die Politik und die Wirtschaft und die Bürger und die Forschung reden natürlich ganz viel darüber, was dort jetzt passieren soll. Unter anderem, weil ja auch die Kohlekommission verschiedene Empfehlungen für die Braunkohleregionen einerseits Lausitz und andererseits natürlich auch in Nordrhein-Westfalen und auch Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt mitgegeben hat. Was man da also machen sollte, um die Leute zu beschäftigen, um die Infrastruktur, um die Wirtschaftskraft aufrechtzuerhalten. Und für die Lausitz zum Beispiel hat jetzt die Politik verschiedene wirklich interessante Dinge vorgeschlagen, zum Beispiel etwas zu schaffen namens eine Wissensplattform für industrielle Dekarbonisierung in der Lausitz. Eine Wissensplattform klingt für mich persönlich so ein bisschen hochschulwissenschaftlich und ich weiß nicht, ob es das Klientel, das klassischerweise in der Bergbauindustrie arbeitet und in auch eben der Kohlekraftwerksindustrie arbeitet, hier tatsächlich anspricht. Oder ob man jetzt eher nach fancy Sachen sucht, die für die Zukunft super interessant sein könnten, aber hier vielleicht die Leute, die jetzt aktuell natürlich in der Sorge sind, was machen sie eigentlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte, nicht wirklich betrifft. Ein anderer schöner Punkt, der in die gleiche Kerbe schlägt: es gibt dann einen neuen Innovationscampus an der Uni Cottbus, der sich viel mit Energie beschäftigen soll. Gleiches Thema, ob das jetzt wirklich die Leute anspricht, die in diesen Industrien arbeiten wollten. Wird man noch sehen. Genauso gibt es ein neues Fraunhofer-Institut in Cottbus für Geothermie und Energieinfrastruktur. Für mich super interessant, weil das natürlich genau so die Quellen und auch interessanten Forschungsbereiche sind, wo wir ganz viel Wissen herausziehen können und weiter verarbeiten können. Aber für den normalen Menschen ist das immer so ein bisschen abgehoben. Daher, ob das wirklich alles in die richtige Richtung geht, mal schauen. Was uns ein bisschen beruhigen kann, wenn wir uns die Arbeitssituation auch über die nächsten Jahre anschauen: bis 2030, also über die nächsten 10 Jahre, werden in etwa 2/3 der Beschäftigten in diesen Bereichen der Braunkohleindustrie sowieso regulär in die Rente gehen. Das heißt, der größte Anteil ist sowieso natürlich schon etwas fortgeschritten, was das Alter angeht, und wird relativ regulär in die Rente gehen können oder eben auch in den Vorruhestand mit allerdings auch
der Aufstockung durch zum Beispiel den Gesetzgeber, weil man hier eben keine Nachteile schaffen wollte. Also das ist relativ entspannt, aber was ist mit den anderen? Andererseits bis 2038, wo der finale Braunkohleausstieg da steht, natürlich wird es noch mehr Leute betreffen, die einfach in die Rente gehen. Wir sollten also auch gleichzeitig die Braunkohlekraftwerke wirklich gestaffelt abschalten, damit eben auch die ja gar nicht mehr zur Verfügung stehenden Fachkräfte dann auch nicht mehr benötigt werden, sodass man das ein bisschen aneinander angleicht. Und der Rest, ja, muss man mal schauen, wird hoffentlich irgendwie andere Bereiche und Jobs finden können. Dafür gibt es ja auch Wissensanbieter und Wissensvermittler wie auch uns, die ja schlussendlich nichts anderes machen, als Weiterbildung zum Beispiel in unserem Fall für die kaufmännische Energiewirtschaft für jedermann anzubieten. Aber was ist vielleicht noch ein Thema, was einfach mal in der Zukunft ganz neue Arbeitsplätze bedeuten könnte? Ganz neben der erneuerbaren Energienindustrie, wo es jede Menge Arbeitsplätze sowieso schon gibt, das ist zum Beispiel die Elektromobilität, weil das natürlich so ein Bereich ist, der über die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter steigen wird. Und allein die Batteriezellenfertigung ist hier ein Bereich, der super interessant wird, weil da natürlich jede Menge zu tun wäre. Es geht ja nicht nur um die eigentlichen Batteriezellen, es geht ja auch um die Ummantelung, also die Gehäuseinfrastruktur, die ja auch fest und sicher sein muss, explosionssicher und brandsicher und so weiter. Damit da also keine Probleme zustande kommen könnten, die Energiemanagementsysteme für die Batterien, die gesamte Dienstleistung dahinter um die Elektromobilität herum. Also da gibt es ja jede Menge, was zu tun wäre, die Infrastruktur zum Laden und so weiter. Und natürlich dahinter wieder die Recycling-Logistik zum Beispiel, die Wiederverwendung von den Akkumulatoren als Speicher in Kraftwerken und so weiter. Gibt es ja alles Mögliche, was da passieren könnte. Das ist so ein Potenzial, was auf jeden Fall dasteht. Und wenn wir schon auf das Thema kommen, dann müssen wir natürlich auch den Koloss da uns nochmal anschauen, der da so ein bisschen im Hintergrund schon steht. Natürlich die Tesla Gigafactory, die in Berlin-Brandenburg ja geschaffen werden soll. Allerdings in Grünheide. Und Grünheide ist jetzt nicht unbedingt die Lausitz, sondern ziemlich genau das andere Ende von Brandenburg, nämlich direkt bei Berlin. Und ist deswegen natürlich für die Beschäftigten, die dort also potenziell sein könnten, das werden bis zu 10.000 werden in der Gigafactory von Tesla, für die ist es also eine weite Anreise. Mal schauen, ob das im Tagespendelbereich wirklich liegt, ob sich das wirklich anbietet. Aber es ist zumindest so schon mal eine richtige Richtung und das richtige Zeichen dafür, dass wir eben in neue Industrien, die in der Zukunft definitiv ihren Platz haben werden, investieren sollten und dass eben die Politiker auch dort was machen sollten und nicht unbedingt nur die hochschulwissenschaftliche Ansiedlung, die trotzdem wichtig ist, aber eben nicht unbedingt für die Leute, die da vielleicht auch arbeiten wollen und bisher aus der ja, Kraftwerksindustrie zum Beispiel kommen. Was man nochmal sagen müsste zu der Gigafactory, es gab nämlich Ende März die Pressemitteilung, dass nämlich angeblich E.ON dort die Versorgung übernehmen soll. Es wurde überall gesagt, E.ON übernimmt die Versorgung der Gigafactory von Tesla. Das stimmt aber gar nicht. Was dort gesagt wurde, ist nämlich ganz klar, dass E.ON Edis, also Edis Netz heißt das heutzutage ja, das gehört zu E.ON, zu zwei Dritteln, das übernimmt die technischen Anschluss an das Mittelspannungsnetz dieser Gigafactory, eben an das EDIS-Mittelspannungsnetz, wo in etwa 109 Megawatt Leistung angeschlossen werden. Das hat aber nichts mit einer Lieferung, nichts mit einer Versorgung von Energie zu tun. Das heißt, der E.ON-Konzern verdient nicht an der Energielieferung. Dazu gibt es gar keinen Vertrag, zumindest nicht öffentlich. Und das stand auch nirgendwo. Das hat die Presse komplett falsch verstanden und auch komplett falsch dargestellt. Es geht hier wirklich nur um den Anschluss an das Stromnetz bei EDIS, was zum E.ON-Konzern zu zwei Dritteln gehört. Das rechtliche Drittel ist in öffentlicher Hand. Und da ist noch nichts mit Versorgung, also mit Megawattstunden gemeint. Das ist nur noch mal ganz wichtig zu verstehen. Ja, also insoweit, es gibt hier verschiedene Ansätze, die in der Zukunft interessant sein könnten für die Beschäftigten in der bisherigen Braunkohleindustrie. Mal schauen, was da passiert. Seid ihr vielleicht selbst betroffen davon oder habt ihr Freunde, Kontakte oder Kollegen, die davon betroffen sein werden, in Zukunft sich hier neu umschauen zu müssen oder vielleicht auch in den Vorruhestand gehen zu müssen? Dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare, was dazu eure Meinung so ist oder ob ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.